Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon Let's Play mit dem Bautz der Außerwelte. Oh cool. Ich liebe Bautz. Ja. Geil. So, wir haben hier eine grüne Uhr. Okay, wir sind voll. Wir gehen mal kurz zurück zuerst. Und dann gehen wir direkt mal wieder Pokémon fangen. Ja, gehen wir Pokémon fangen, gehen wir. Ja. Wir wollen ja irgendwie erfolgreich sein. Andere Trainer und Arena-Leiter. Unser Ziel ist es, der beste Pokémon-Trainer der Welt, der Pokémon-Welt zu sein. Ja. Geil. So. Jetzt haben wir hier ein Bett drin. Dann tun wir doch die braunen Kristalle noch rein. Ich tue sie noch ein bisschen besser sortieren dann irgendwann mal. Ich habe so viel zu tun, aber mach's nie. Ja, ich habe eben andere Projekte, die wichtig sind noch. Genau, die Uhr zum Beispiel. Und das Saphir-Axt, Kristallschwert auch. Irgendwie sind die nicht so gut und trotzdem irgendwie, ja. Der Angel ist ja sowieso nicht hier. Drinnen. Ja, ich habe so langsam echt zu viel. Und das sieht, glaube ich, nicht hier drin. Gut, genau, da haben wir noch das andere. Was habe ich ja reingetan? Da hat die Angel. So, Rot haben wir nicht. Da haben wir auch, ja, zum Beispiel Blöcke noch. Gut, da haben wir die Tische. Das Bett auch, gehört auch hier rein. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen, stimmt. So, vor allem der Rasenmäher, den muss ich unbedingt irgendwo hinpacken. Ihr dürft wählen, wo. Ich denke mal, so schräg hier hin. So. Gut, also. Dürft gerne wählen, wo ihr hin haben wollt. Natürlich dann in die Villa. Wir holen auch noch die Blöcke natürlich für die Käfer-Ding. Also ich habe ja ein bisschen Ding zum Beispiel genommen. Blätter, oder? So. Ja, wir haben zu viele, zu wenig Kisten. Zum Beispiel zu den Blumen gehören. Gut, dann haben wir noch Würstchen. Jo. Geht immer nicht. Diamanten hier. Ach komm schon. Buch hier. Die machen wir die rein und die Blumen gehören hier rein. Da haben wir noch einen Arbeitstisch und nochmals irgendwas. So, jetzt sind wir fertig. Dankeschön. Ja, das habe ich völlig vergessen, aber ja, wir müssen ja das Einsortieren nicht immer machen. Jo, und wo ist jetzt das Ding? Ich kann es gar nicht lesen. Haben wir gar kein Ding Waypainter gemacht? Okay, ist ein bisschen doof, wenn wir keinen Wegpunkt haben. Können wir da noch einen kreieren, ohne dass das Spiel abstürzt? Wo war das denn? Ist ein bisschen weiter. Da oben, glaube ich, irgendwo. Wo ist das Dorf jetzt eigentlich? Ist es das Dorf? Kann das sein? Nein, das ist nicht. Das ist mehr im Gebirge. Ich habe keine Übersicht mehr genau über die Dörfer, wo sie waren. Ja, wir werden sicher irgendwann mal nochmals finden und besser erkunden. Aber ich finde, wir sollten jetzt einfach mal weitermachen. Das ist echt ein bisschen mühsam. Ah, da. Großes Dorf ist es. Aha. Sag doch, dass das das Dorf ist. Ich dachte ein anderes. Gut, also wir sollen. Ja, gehen wir mal kurz nochmal hier rein. Haben wir noch ein paar Sachen? Einen Briefkasten sollten wir schon mitnehmen. Hä? Den brauchen wir. Wenn er eigentlich droppen würde, es wurde doch angezeigt. What the fuck ist mit dem Mod manchmal kaputt? Dass die Items irgendwie verschwinden oder so. Ich will doch einen Briefkasten mitnehmen. Das ist logisch. Jetzt müssen wir einen anderen Briefkasten finden. Na, Witterrosen müssen wir mitnehmen. Ja, haben wir dabei. Schwalbini.
Mann, ich will so Sachen haben. Winterhosen müssen wir mitnehmen, die sind selten. Außen ist eine Arena hier. Das ist eine Arena. Okay, gehen wir wieder raus. Da haben wir noch nicht viel zu suchen. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Ich werde jetzt auch mich ein bisschen konzentrieren auf Bouts, dass wir fliegen können. Genau. Das ist das Wichtigste. Ich denke, ab der dritten können wir fliegen. Also wir müssen schon Bouts sehr trainieren noch. Also ich habe jetzt rechts geklickt am Anfang des Parts. Ich kann nochmals machen. Wir können nicht fliegen, auch wenn es, ja, es ist nicht so klein. Es ist noch klein, meine ich. So, ich plündere also. Ist hier oben drüber noch etwas? Essence Jar. Ist auch wieder eine. Doch, es ist irgendwie. Meine Güte, ich muss immer kurz noch warten. Also wenn ich das die Statue mitnehmen kann, dann bin ich froh. Okay, es wird nicht angezeigt. Also es kann schon sein, dass es kaputt geht. Naja. So vor lauter irgendwie Ablenkungen, weiß ich nicht genau. Ein Moos, der sieht ja mega hässlich aus. Der war früher so richtig schön dunkelgrau, grün. Wir haben gar keinen. Doch, hier haben wir noch einen. Wieso kann ich denn? Wieso ist das ein Glas? Seit wann ist das ein Glas? Jetzt habe ich es gehört. Okay, die grünen Briefkästen können wir nicht mitnehmen ohne Behutsamkeit. Ich frage mich mal, das ist doch ein Pokémon, das ich will. Also, dann mache ich da mehr Knuffenser. Ist ein bisschen low, das Knuffenser, aber es hilft halt. Giftpulver. Dankeschön! Carpador, du schaffst das. Tackle. Geile Carpador ist das Beste. Pokémon. Geil! Was ausgewichen? Ah, ich bin erst gewesen. Gut, jetzt. Nein, ja, Seeberg. So, das ist doch das Pokémon, das ich wollte im letzten Part. Stimmt. Ich habe doch geredet mit dem, also wegen dem Fediusa. Es gibt ja ein Pedobär-Pokémon und das ist das. Also es ist zwar ein roter Panda scheinbar, der rosarot ist, oder? Wow, diese Innovation. Aber dennoch sagen viele halt im Internet, dass es ein Pedobär wäre. Und ich bin zwar dagegen, also ich bin richtig dagegen, dass es kein Beta-Bär ist, aber ich kann verstehen, dass Pedos halt rosarote Bären einsetzen, um Kinder zu entführen. Ah nein, sind ja dadurch Dinge, Vergewaltiger. Ja, schon ein bisschen, oder? Pedos, Pädophile tun auch Kinder wirklich entführen und das ist etwas, was ich wirklich überhaupt nicht. Was ist das hier? Ein Herzchen. Ein Herzchenvieh. Das sind Sachen, die mir wirklich überhaupt nicht angehen wollen. Also, ich möchte einfach so entfernt wie möglich eines Pedos sein. Ich will genau den Kindern eigentlich überhaupt nichts Anhängliches oder so. Also, wenn sie fremd sind oder so. Ich will. Ja, ich will einfach ein normaler Mensch sein. Ein normaler Mann. Und nicht irgendwie ein außergewöhnlicher Mann oder so. Und ich tue es trotzdem irgendwie ein bisschen ansprechen. Also ich möchte es zwar nicht, aber ich, jo. Also nicht wundern, also nicht wundern. Ich achte drauf, aber wenn es halt mal irgendwie so ein Thema wird oder so, einfach gerade kurz mal auf die Zähne beißen. Und ja, mich nicht so zuhören dann. Also wenn es euch eben stört. Aber es gibt die Leute einfach irgendwie aus Langeweile oder so. Keine Ahnung, wieso das passiert. Also wieso gibt es auf der Welt so viele Pedos? Oder wieso sind sie so hellhörig, weil die Frauen und Männer das immer wieder thematisieren wollen und müssen, oder? Deshalb. Zum Beispiel etwas, sagen wir mal, jetzt gerade die Wolfssichtungen, die immer so zunehmen. Es sind nicht mehr Wölfe auf den Straßen, nur sie sind auf den Straßen oder so. Also sie überqueren die Straßen jetzt öfters, weil sie auf Weibchensuche sind. Das ist jedes Jahr so, aber heute
war es wirklich schlimm. Hey, ich habe so viele Sichtungen gesehen. Obwohl, es muss niemand Wölfe sichten und sagen, ja, okay, hallo, Community, hier habt ihr eine Wolfssichtung. Ich weiß nicht, was der Mensch eigentlich immer mit dem... Okay. Mit dem Wolfssichtungen und so an. Also, nein, einfach allgemeine Sichtungen oder so. Beweisen wollen, oder? Das ist das Problem. Also, mich interessiert vielleicht, wenn ihr mal eine neue Tierart oder so seht, aber mich interessiert nicht, wie geht das kaputt? Wir müssen unbedingt ja, verzerren können. Also der Peterbär, der muss einfach in unser Team. Pampuli ist ja sowieso. Oder Pampuli kann vielleicht reiten. Ach komm, Wampel. Doch Wampel brauchen wir zum Pokémon fangen. Ich nehme Nackli nicht. Nackli, ja, es interessiert mich zwar, was das für ein Pokémon wird später und so. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt brauchen wir unbedingt das kleine Peterbär. Ich muss im Zug. Es wird immer runter gemacht. Eine Ente. Eine kleine Ente. Es wird immer runter gemacht, oder? Es wird einfach zum Ziel von Peterbären. Ich muss es ein bisschen trainieren. So, wieder ein Teddyursa. Das ist doch Peter-Pokémon. Nein, das ist ein Teddybär. Das heißt ja im Namen sogar schon Teddyursa. Ursa ist, glaube ich, lateinisch für Bär. So, ich glaube, beide haben wir schon. Nicht so schlimm. Können wir mitnehmen. Diese Flaggen oder so. Ist das ein Daycare wieder? Das sind Verkäufe für irgendwas. Ja, es ist ein Daycare. Okay, dann haben wir hier zum Beispiel noch Lachsrauch, Hornschädel, Gesteinsbrocken. Ja, Skelettschädel interessiert mich ja. Das Glas interessiert mich auch, Dankeschön. Dann haben wir hier noch eine Kiste. So, also, machen wir die Sachen wieder rein. Gut. Sonst brauchen wir hier nichts mehr. Ja, da. Endstein sogar schon. Krass. Okay, alles mitnehmen. Also ich möchte eure Flagge klauen. Haben wir schon wieder nicht bekommen, doch. Also man sieht nie den Loot, aber den großen Abpraller. Kaputte Teile, der findet man. Pink Healer. Oh, Lava-Eimer. Schneeblöcke vor allem. Schickröten. Das Lesepult braucht ihr nicht mehr. Oh, da droppt sogar ein Buch. Dann deine Tagesstätte. Und diese kann man die rausnehmen? Die kann man mitnehmen. Okay, ein Lava-Eimer weniger. So. Was haben wir hier? Ja. So, machen wir doch einfach. Gut, so für kleine Pokémon oder sicher gut zum Trainieren. Ja, machen wir dann sicher auch mal irgendwann teilweise. Aber dann muss man wieder die Attacken beibringen und so. Ja, also wir werden diese Tiere dann ja, irgendwo hinklatschen. Wir werden ja so ziemlich viel hinklatschen. Was wir so finden, oder? Wie heißt das Togemedaru? Okay. Da haben wir doch irgendwo genau Steinsbrocken. Dann haben wir. Wir müssen immer sortieren irgendwie. Weil wir so viele Items haben. Ja, machen
da haben wir wieder ein paar Sachen rein, die einfach unnötig viel die zwei Sachen kommen doch hier rein, ja? Okay, dann haben wir das wieder. Dann noch weiter Glitzerrosen erstmal. Oh, drei erst. Ja, es ist klar, dass die nicht so häufig sind. Ah, eine Waschmaschine und Kühlschrank noch, genau. So. Also die Sachen und Yonotogo und Pierso Schiffbären muss ich kurz nachfragen. Also Piersif sicher, glaube ich. Beziehungsweise wir haben sie vielleicht noch nicht angepflanzt. Vor allem muss auch immer schauen, ob irgendwo welche Shinies oder so sind. Aber scheinbar nicht. Also wir haben es wirklich auch nicht. Also ein Bärenstauch tue ich anpflanzen. Yonogo, Apriko, was? Apiko. Papiri. Hä? Und der andere tun wir einfach hier anpflanzen. So. Man kann Shiny. Was war das für ein Geräusch? Wir können Shinies halt nicht gut erkennen. Also man muss wirklich die Pokémon kennen, wie sie aussehen. Und sie wirklich dann. Es sind, glaube ich, immer die diagonalen Farben. Also immer die. Ah, wie sagt man dem? Negativen Farben. Also wenn jetzt zum Beispiel blau hast, dann ist es rot. Also immer die gegenüberliegende Farbe vom. Es ist ja so ein rundes. Ein runder Ball, wo alle Farben drin haben. Und dann ist es einfach auf der gegenüberliegenden Seite die negative Farbe, also die gegenüberliegende Farbe. So, also dann haben wir hier auch schon gemacht. Vielleicht unten irgendwo noch etwas. Nö, die haben wir auch noch. Ach, hier haben wir noch Fässer. Gut. So. Oh, Kuchen. Ja. Immer den gleichen Schrott, aber. So. Ritzelblitz, das ist auch ein Pokémon, das ich wieder trainieren will. Ich fange es jetzt noch nicht und so. Das ist wieder der Pilz. Zickzacks müssten wir fangen. Müssten wir fangen, machen wir auch direkt. Weide hat Mitnahme. Die Pokémon haben Mitnahme scheinbar. Kenne ich noch aus der Rubin-Edition. Und deshalb bekommen wir da noch gute Items über. So, und wo ist jetzt dieser Pilz, dieser Kürbis? Da ist der Kürbis. Okay, und dann haben wir hier noch den Turm. Ich weiß nicht, zum Kürbis gehe ich auch noch kurz. Komm. Das ist ein Minim. Nein, das ist ein. Das ist ein Mauzi. Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen blau gewesen. Und da weiter. Ich habe es halt noch ein bisschen schärfer, beziehungsweise eher unschärfer. Bei der Bildschirm, oder? Das ist eine große Fläche. Und ihr im Video habt es vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Oh, geil, ein Geheimgang. Wie random ist der Geheimgang denn? Das ist ja mal heftigst. Ich hätte den niemals gefunden, wenn ich nicht nebendran vorbei wäre. Und den Eingang gesehen habe, hätte. Naja, gut. So random Sachen sind auch cool zum Entdecken. Die sind ja nicht immer so mega leicht. So, wo haben wir denn Eingang? Tobutz! Nochmals ein Tobutz. In einem Waldbiom. Ich habe übrigens, ihr seht es schon, ein bisschen die Pokémon wieder hochgetrieben. Hochgeschraubt. Das sind Schweine, eine Witze. Ich denke hier drüben oder so. Tobots ist einer der legendären Schöpfer-Pokémon, glaube ich, oder so. Also sie gehören sozusagen der Weltordnung. Also es gab eines, das Liebe gebracht hat,
Das eine hat, glaube ich, Mut gebracht und das andere hat wahrscheinlich Stärke gemacht. Also wie in The Legend of Zelda. Ja. Oder so, einfach so, ja, einfach etwas gebracht, oder? Was ist das? Das ist ein. Also hier ist es scheinbar nicht. Es ist eben sehr klein, aber ich möchte mindestens einmal ein Legendary natürlich schon zeigen können. Es ist noch ein bisschen zu früh, wir haben eben noch nicht Fliegen, wir können die Pokémon auch nicht gut ausmachen und so. Aber immerhin versuchen es zu finden manchmal wäre schon nicht schlecht, oder? Es ist einfach irgendwo random. Das ist einfach so. Das haben sie nicht gut gemacht. Sie hätten es anzeigen sollen oder so. Also es kann fliegen, aber es ist nicht unter den Fliegenden. Irgendwo hier ist noch ein Pokémon. Und ein Knopf hin, so. Ja, es ist echt schade, dass ich euch die Pokémon da nicht so zeigen kann, weil ich sie nicht finde. Und auch das Level und so interessiert mich natürlich sehr. Aber ich will jetzt nicht immer ständig mega versuchen, es zu finden. Einfach mal ein bisschen durchlaufen. Vielleicht haben wir Glück. Und ja, das ist einfach sonst langweilig, oder? Da ist wieder dieser Klabauter. Klaptophi-Fuchs. Einfach ein Gauner, der ja da die Gänse klaut, oder? Ist noch gut gemacht, aber ich weiß es nicht. Ich habe mich natürlich eher so ein bisschen bedeckt bei solchen Sachen. Ob es jetzt okay ist oder ob es jetzt nicht innovativ ist, zu wenig innovativ. Also ich dachte eigentlich hier, weil wir hier noch nicht so waren, aber es kann natürlich auch zu Hause, also es kann ja auch dort spawnen, wo wir schon gewesen sind, oder? Okay, was haben wir gefunden? Arpito. Vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Das ist dieses Fußball-Pokémon. Scorbunny auf Englisch, ich glaube Hoplo auf Deutsch. Genau, und das ist die zweite Entwicklung. Ne? Nee, nee, das ist die Haupt-, also die dritte Entwicklung. Okay. Kann sein. Die zweite hat nämlich so, ja, weniger. Also die Ohren hat es schon, glaube ich, aber irgendwie so zusammengedrückt oder nach unten gedrückt. Und das dritte hat dann wieder nach oben. Oder das erste Hoppler hat sie gegen unten, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht. Oben. Okay. Sehr schade. Unlichtdisk, okay, cool. Von Multiangriff zum Unlicht. Hey, Multiangriff. Okay. Schade, echt schade, dass wir jetzt Tobots nicht sehen. Ich glaube, es ist blau-weiß, das Pokémon. Und sieht aus fast wie Mew, wenn ihr Mew kennt. Ja, wir finden immer wieder Legendaries, die sind ziemlich häufig, habe ich so das Gefühl, aber immer in schlechten Biomen, ohne Übersicht, oder? Da ist auch noch so ein Hase. Sehen alle wie Osterhasen aus irgendwie. Okay, wir haben es leider wieder nicht gefunden. Ich gebe es auf. Also es ist wirklich zu nervig, das zu suchen. Naja. Oh, man bekommt sogar nicht Fallschaden, wenn man auf Blätter fällt. Sie gehen aber kaputt. Da! Nein. Aber fast. Also von den Farben her wird es irgendwie ein bisschen klappen. Es ist einfach weiß oder nicht gelb. Also schade, aber Tobots ist ja schon mal gekommen. Und immer im Wald. In jedem Wald, also ja, in vielen Wäldern, oder? Kommen einfach Legendaries und man hat keine. Eine Doppelmaus. Kenne ich jetzt auch nicht. Ich versuch's einfach. Tü, 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 tü.
Ja, doch, diesen Schlafpult. Schade. Nochmals. Dann machen wir einen Flopball kurz noch. Jetzt ist es, glaube ich, bei ungefähr 25% oder so. Effektiv. Okay, ich hab's gefunden. Doch mehr. Wampel entwickelt sich schon. Bitte Unlicht, also bitte diese böse Form, bitte. Ich will nicht Papinella, wie es heißt. Scholoko, das ist das Helle, hä? Oh Mist. Hey, ich hab doch. Das ist das Helle. Okay, wir haben das Falsche. Wir müssen also nochmals einen Warpel kaufen. Erholen. Ja, aber vielleicht kann man es schon irgendwo kaufen. Aber ich meine, wir müssen irgendwie die Werte besser haben. Wir müssen, glaube ich, das Defensiv, also die Verteidigung höher haben. Sonst eben manipulieren können wir auch, glaube ich, irgendwie mit Calcium oder so. Jo. Wieder ein Zickzack und ist aber dieses Mal das. Ich will so ein kleines Zickzack. Ich will es einfach haben. Aber mit dem Superball geht es doch angenehmer. Ist ja nur Level 2. Okay, es hat immer noch so einen Base-Wert, oder? Und. Boah, es ist alles gewonnen. Wie mich das nervt, ich muss wieder eine Stadt finden mit Pokébällen im Lootpool. Oder eben selber mal Pokébälle machen. So, wir müssen aber den Baum mehrmals ernten und so. Wir brauchen jeden Aprikoko. Ich denke, wir haben aber jeden schon lange, also schon einige Zeit. Levelball, genau. Je höher das Level, nein, je tiefer das Level. Wo ist er jetzt? Wo ist der Levelball jetzt hin? Da unten. Ah, hier. Okay, niedriger eben, ja. Aber unser Pokémon muss höher sein, stimmt. Ja, klar. Hier haben wir noch ein großes Zickzacks, aber das möchte ich jetzt nicht fangen. Und genau. Da haben wir noch so ein Alola. Nein, das ist ein Ding. Ach, Galar. Latifratz, glaube ich. Jo, ziemlich gut, der Part. Wieder mit einem Legendary. Und hier hätten wir noch Blumen, aber die sammle ich jetzt nicht ein. Ich will hier noch zum genau, Kürbishaus kommen. So. Ja, war ein toller Part. Es passiert halt nicht immer so viel, aber ich finde ja, wenn man ein paar Pokémon fängt, ein paar Loot bekommt und so, wir haben genügend gemacht. Ich schaue aber, dass wir jetzt das Haus eigentlich bauen können. Der Zaubertisch nehme ich mit hier. Das ist klar. Den Topf müssen wir nicht mehr mitnehmen. Bambus nehmen, haben wir schon. Egal. Die Laterne nehmen wir noch mit. Wieder voll, wie schnell. Ja, wir haben keine doppelten. Also ich brauche den Ding nicht mitnehmen, oder? Den Bambus. So, die Säule müssen wir auch nicht mitnehmen. Sonst haben wir keine Loot mehr. Also wir haben ja in der Nähe einen Wegpunkt. Jo. Gut, also. Lager, dann räume ich noch ein, damit wir das im nächsten Part auch nicht mehr machen müssen. Ich sammle, ich schaue mal wegen den Bäumen genau und so. Und ja, weiter sehen wir dann im nächsten Part. Tschüss zusammen. Tschüss.